Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit dem Orakel Leverkusen gegen Werder Bremen. Ja, heute könnte sogar Bremen Meister werden. Also ich hoffe es mal. Also ich bin zwar Bayern-Fan, aber nach den Leistungen von Leverkusen finde ich das nur gerechtfertigt, dass sie Meister werden. Ja, ich hoffe, dass sie das Spiel gewinnen. Die Samstagspiele weiß ich jetzt noch nicht, wie die ausgegangen sind, weil ich das jetzt gerade um 13 Uhr aufnehme, samstags. Ja, und dann geht's mal los hier. Erste Halbzeit spiele ich mit Leverkusen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich ihre Kommentatoren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im Direkt. Da ist die Chance. Riesenball. Boah, ich hätte ein bisschen härter schießen sollen. Was für ein Reflex. Ich habe nur mal kurz drauf getippt. Aber das war natürlich eine hundertprozentige. Er geht in den Strafraum. Ach. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt die Flanke. Boah. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Nee. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Weiß gar nicht, wie es bei Werder Bremen so steht. Die waren ja mal am ziemlich gut dabei, aber jetzt glaube ich nicht mehr so. Ah! Und ich gucke, dass hier keiner mit Kopfhörern, sonst ey. Die Startaufstellung von Werder Bremen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Pass kommt nicht an. Ey, 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 gib mir den Ball. Gib mich Ball. So. Vor allem Florian Wirtz diese Rolle spielen könnte. Florian Wirtz. Er hat eine unglaubliche Ballbehandlung. Macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Er versucht. Oh. Radetzky wehrt ab. Eieiei. Der wäre beinahe. Ecke kommt in den 16er. Na, da konnte er sich und nicht Abschluss. Entfalten, wie er wollte. Abwehr verhindert da einen gefährlicheren Kopfball. Muss es fast sein. Oh shit, ich wollte doch mal rüberspielen. Oh, Ballverlust. Wartet im Moment. Ah, ich wollte doch gerade. Na. Jung. Er läuft weg. Komm. Wirtz. Grimaldo. Ah. Patrick Schick. Ist das das Tor? Ganz frei. Das gibt's nicht. Boah, der war wichtig. Das wäre nee, ich das muss ja weiter weg vom Tor. Riesenparade. Jetzt der Eckball. Die Kopfballchance. Der war ein bisschen, ja. Timing hat nicht gestimmt. Ach, noch knapp 8 Minuten. Ich habe noch kein Tor gemacht. Achso, ich habe ja noch gar nicht gesagt, wie ich tippe. Ich sage mal, Leverkusen gewinnt. Das gibt Einwurf. 2-0. 2-0, sage ich. Bin gespannt, was ihr sagt. Das wäre auch, glaube ich, die erste Meisterschaft der Leverkusener, oder? Sonst waren sie immer viel zu kusen. Einwurf. Aber unter Alonso, ja, hat sich irgendwie was entwickelt. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Okay, Halbzeit. Das war's für den ersten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, es geht weiter. Jetzt mit Werder Bremen hier. Zweite Hälfte läuft. Die Leverkusener mit dem Anstoß. Mal gucken, ob ich hier gegen Leverkusen was reißen kann. Also 0-0. Ich weiß nicht, ob ein. Sie drängen, sie drücken, sie wollen. Kommt drauf an, wie Bayern spielt und
Irgendwie war da noch irgendwas. Bayern und... Wer war da die zweite Mannschaft? Er scheint nicht abspielen Stuttgart? Zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Stuttgart ist auch hier ziemlich weit oben. Gehalten, aber Stuttgart könnte sogar die Bayern noch vom Platz 2 vertreiben. Und das wäre richtig bitter. Ja, mehr oder weniger vor sich hin. Wir hatten uns so viel von dieser Partie versprochen. Diese Hoffnung. Jetzt heißt es ja wieder, Bayern München würde Nagelsmann zurückholen wollen. Oh. Zetterer. Das für Torwart. Gleich drei Wechsel auf einmal. Was ist denn bei Leverkusen los? Drei Wechsel auf einmal. Vor allem, der hat die besten Leute rausgeholt. Ah, nein. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Komm. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Das wäre die Chance für den Konter. Vielleicht die Führung jetzt. Super Konter, aber am Ende doch kein Tor. Aber eine herrliche Szene, die Sie da gezeigt haben. Was für ein Tempo, eine schöne Aktion. Wie hört denn der sich an? Leverkusen mit dem Wechsel. Oh, viel Platz jetzt. Ach, das ist doch nicht wahr. Und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Radetzky hält hier noch, ey, Leck. Ecke in die Mitte. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über. Wird ja nicht 0-0 ausgehen hier. Grimaldo. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Och. Komm. Roche Iglesias. Ist das nicht er ein Sänger? Und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Iglesias. Da kommt die Flanke. Oh. Der geht genau auf den Torhüter. Ja. Was habe ich denn da gemacht? Einwurf, der Ball ist im Aus. Och, wie dumm. Wie noch ein Wechsel? Der war doch jetzt der fünfte, oder? Ball bei Chaka. Ah, ich bin mal gespannt auf die EM. Ich bin zwar nicht so im EM-Fieber. EM-Fieber, aber. Ich bin mal gespannt, wie weit die Deutschen kommen. Vielleicht kommen da auch Orakels. Mal, ich weiß es noch nicht. Mal, ich denke eher schon. Mit der Aktion. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Hinkepi? Wie wird denn der richtig ausgesprochen? Das ist bestimmt nicht richtig. Haben so zu ihm. Ich wollte doch gerade schießen. Er lässt mich nicht. Chaka. Am Ball ist Grimaldo. Wirtz. Bremen ist doch nicht genauso stark wie Leverkusen. Kannst du mir da nicht erzählen. Nachspielzeit hier. Lauf! Die wollen mehr als dieses Unentschieden. Sie können sich. Ach, das ist doch nicht wahr! Und das Spiel ist aus. 0-0. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt an den Tipps. Und ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.